Hallo YouTube, ich bin's wieder, Lord Place, und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Bucket Plugin Programmierung. Ja, heute werden wir uns zuerst damit beschäftigen, wie wir eigene Config-Dateien erstellen können. Wir werden danach so ein ganz, ganz kleines Minigame erstellen. Ja. Aber bevor wir auch mit den Config-Dateien loslegen, möchte ich euch erstmal eine Seite zeigen, die euch auch später recht praktisch sein wird. Das ist im Prinzip diese Java Docs. Den Link packe ich euch auch unten nochmal in die Videobeschreibung. Und hier könnt ihr im Prinzip sehen, was jeweils so eine Datei alles innerhalb von Bucket kann. Zum Beispiel können wir jetzt hier schauen, was können wir alles mit dem Objekt Player machen. Und haben hier natürlich auch direkt eine Beschreibung dazu, was jeweils die einzelnen Funktionen macht. Also könnten wir zum Beispiel für den Spieler einen bestimmten Sound abspielen lassen, den Anzeigenamen ändern, seine EXP verändern, ihn fliegen lassen, die Fluggeschwindigkeit bestimmen. Können halt auch Spieler vor anderen Spielern verstecken, sodass die halt im Prinzip unsichtbar sind für einen anderen Spieler. Ja, und halt eine ganze Menge mehr. So, gut. Jetzt fangen wir allerdings erstmal an mit der Config-Datei. So, dafür lege ich mir auch gleich mal eine neue Funktion an. Und zwar nenne ich auch die Funktion loadConfig, die keine Parameter übernimmt, und legt mir hier auch direkt einmal die neue Methode an. Die ist natürlich vom Typ Void, also soll sie einfach nur ausführen und nichts zurückgeben. Und die ist dann einfach loadConfig. So, und innerhalb der loadConfig können wir jetzt, also wir können natürlich eigentlich überall mit der Config arbeiten, aber loadConfig soll uns halt die Standard-Config-Datei erstellen. Zumindest für den Anfang. Später werden wir es dann wahrscheinlich auch so machen, dass man das hier beispielsweise direkt mitliefert, die Config-Datei. Also jetzt hier nur mal als Beispiel aus einem meiner Plugins. So. Gut, und hier werden wir das halt erstmal noch alles an sich programmieren, sodass er nicht anschließend die Config-Datei aus der Jar nimmt, sondern sie selbst neu erzeugt. So, dazu greifen wir erstmal auf das getConfig-Objekt zu, das uns von Java-Plugin mitgegeben wird, das wir ja hier oben ja schon als Extens, also davon erben. So, und von hier aus setzen wir ein addDefault, also im Prinzip einen Standardwert. Als erstes nehmen wir im Prinzip einen Schlüssel. Und als zweiten geben wir einen Wert, der dem Schlüssel im Prinzip zugeordnet werden soll, standardmäßig. Also, ich zeige euch das mal kurz. Wir hätten ja jetzt hier zum Beispiel eine Config-Datei und da würde jetzt zum Beispiel drinne stehen, Name ist Hallo. Zum Beispiel. Oder wir hätten ja auch so etwas wie Name von Hans ist zum Beispiel Peter. Dann hätten wir hier als Key, also als Schlüssel, hätten wir Name und als Value oder den Wert hätten wir Hallo. Hier hätten wir als Key Name, also Hans von Name abhängig und den Wert Peter. So, das können wir jetzt natürlich machen. Ja doch, ich nehme jetzt einfach mal Name. Und wir setzen auch einfach mal Name auf Peter. So, dann legen wir auch nochmal direkt ein neues fest. getConfig. addDefault. Alter setzen wir zum Beispiel auf 16. Und außerdem wollen wir auch gleich nochmal zeigen, wie das so mit Untersektionen geht. Also in dem Fall, wie wir es hier haben mit Name und Hans. Denn das ist natürlich anders als hier ist. Und zwar, gut, nehme ich mal vielleicht lieber einen anderen Schlüssel. Nehmen wir das hier einfach mal Key. Nennen wir es einfach mal Key. So.
Und wenn wir das jetzt haben, können wir, ja, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal dasselbe Beispiel. Und zwar haben wir ja hier bereits festgelegt, Key und anschließend Hans. Und der soll den Wert Peter haben. So, also schreiben wir als erstes Key. Und damit wir jetzt im Prinzip diesen nächsten Wert etwas eingerückt haben, setzen wir einfach einen Punkt dafür und nehmen jetzt einfach den nächsten Wert, in dem Fall Name. Und der soll Peter. Vielleicht sollte man nicht Peter nehmen. Nee, ich glaube, der hieß ja Hans, ne? Genau. Der Wert hier hieß Hans. Und hier stand ebenfalls wieder Peter. Vielleicht nehmen wir mal lieber Müller. So. Ihr solltet gegebenenfalls auf Umlaute verzichten, denn das kann ab und zu Problemen führen. Weshalb ich jetzt auch UE statt Ü genommen habe. So, und anschließend sagen wir nur noch, er soll diese auch übernehmen, diese Default-Werte, also diese Standardwerte. Dazu gehen wir einfach wieder auf das Get-Config-Objekt, gehen in die Options und sagen einfach Copy Defaults True. Ja, und dann speichern wir das auch einmal direkt mit Save-Config. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip auch schon eine eigene Config-Datei, die im Prinzip erstellt wird. Ja, und die wir auch verwenden können. Und zwar will ich, dass wir. Nein, ich will da einfach nur, dass er uns in dem Fall jetzt mal nur die beiden hier ausgibt. Das würde auch das gleiche hiermit sein. Vielleicht nehmen wir das hier mal lieber. Hier. Na, nehmen wir das hier mal Vorname. Und das hier sind die Namen. Name ist jetzt vielleicht nicht ganz logisch alles, aber es geht ja auch nur darum, dass ja, wie es funktioniert. So, und zwar erstelle ich mir einen neuen Befehl. So, und der nennt getName, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und da möchten wir uns natürlich jetzt die Werte auslesen lassen und die im Chat vom Spieler anzeigen lassen. So, als erstes wissen wir natürlich, dass hier ist ein String, denn Peter kennen wir ja aus dem ersten oder zweiten Video, dass das hier offensichtlich ein String ist. Also nennen wir ihn auch String und den nennen wir jetzt auch einfach mal Vorname. Und der bekommt den Wert aus der Config über getString. Und da geben wir jetzt im Prinzip einfach nur Vorname ein. Denn falls der Spieler das ja geändert hat, wird hier auch der neue Dings genutzt. Ja. Das nächste ist ja offensichtlich eine Zahl. Also nehmen wir int Alter. Daher, dass wir eine Zahl haben wollen. Machen wieder dasselbe. Und nehmen jetzt natürlich stattdessen getInt. Und nehmen hier im Prinzip wieder das Alter. Und ebenfalls nochmal das letzte mit dem Nachnamen. String Name. Gleich sys.getconfig.getString, denn das ist ja wieder ein String. Und der hieß Name.Peter, also der kommt von Name.Peter. So, und das möchten wir jetzt gerne dem Spieler anzeigen lassen. Also erstellen wir wieder kurz ein neues Player-Objekt, das der Spieler ist, der das ausführt. Und dem wollen wir anschließend eine Nachricht senden, also Send Message. Und als Parameter nutzen wir jetzt natürlich die Nachricht, die an ihn gesendet werden sollen. Und zwar wollen wir Vorname soll der Vorname sein, den wir gerade ausgelesen haben. Dann soll er direkt eine neue Nachricht senden, sodass wir am Ende drei Nachrichten haben. Das Alter ist ja das, was wir gerade ausgelesen haben, Jahre. Und anschließend ja, wollen wir auch nochmal den Nachnamen haben. Nachname. Obwohl, wir machen es mal anders. Wir machen nur zwei Nachrichten draus und binden hier einfach alles zusammen. Name und anschließend auch plus, dann wollen wir ein Leerzeichen da drin haben und dann nochmal den eigentlichen Nachnamen. So, den Befehl müssen wir uns jetzt natürlich auch wieder registrieren in der Plugin YML-Datei.
Also schreiben wir jetzt einfach auch wieder rein, get name. Der Usage bleibt natürlich wieder derselbe. Und diesmal nutzen wir auch eine Description, damit ich euch das mit der Description noch zeigen kann in diesem Help-Befehl. Zeigt den Namen an. So, da können wir natürlich reinschreiben, was wir wollen. Und die Datei bauen wir uns wieder einmal neu. Das dauert jetzt natürlich einen Moment. Und ich gehe schon mal kurz wieder in den Projektordner. YouTube. So, irgendwie braucht er gerade recht lange zum Bauen. So, okay, er hat sie erzeugt und wir haben hier auch direkt die YouTube-Jar und hier haben wir nochmal unseren Minecraft-Server. Und jetzt packen wir einfach die neue YouTube-Jar hier rein, überschreiben sie natürlich und starten einmal den Server. Nebenbei sehen wir dann auch gleich, dass sich hier ein neuer Ordner bildet, sobald der Server gestartet ist. Sehen wir auch schon und wir sehen hier eine Config-Datei und zwar genau so, wie wir es im Prinzip eingestellt hatten. Also mit Vorname ist Peter, Alter ist 16 und Name mit diesem eingerückten Dings. Peter ist dann Müller. So, die Werte könnten wir jetzt natürlich auch verändern. Ich lasse jetzt einfach mal auf dem Standardwert und join auch einfach mal direkt dem Server. So. Ah. Gut, und geben anschließend einfach mal den Befehl getName ein. Und sehen, dass wir vergessen haben, einen Return True mit einzubauen. Ansonsten würde jetzt nämlich die letzte Zeile mit Slash Command nicht kommen. Also die hier. Und ebenfalls sehen wir natürlich in Slash Help, dass wir bei getName jetzt hier im Prinzip unsere Description haben, die wir ja in der Plugin YML-Datei festgelegt haben. Bei Damage und Heal hatten wir ja nichts festgelegt, also steht da auch immerhin, also weiterhin noch nichts, bis wir das halt mal ändern. So, das dann erst einmal zu den Config-Dateien, beziehungsweise ich kann euch natürlich auch zeigen, dass wenn wir jetzt den Wert in der Config ändern, zum Beispiel nehmen wir einfach mal als Vorname einfach mal irgendwas auf die Tastatur gehauen. Und wenn wir jetzt anschließend auch einmal den Server reloaden, damit er ja im Prinzip auch nochmal alles kurz neu einliest, denn wir haben ja noch keinen Reload-Befehl eingebaut, können wir jetzt hier im Prinzip auch getName machen und sehen direkt, wir heißen jetzt CDF-GUI Müller und sind 16 Jahre alt. Und das hier ist, weil wir immer noch nicht das Return True eingebaut haben in der Jar. Gut, also wie wir sehen, wenn wir Werte ändern, übernehmen sie sich auch, werden sie auch direkt übernommen. Ohne dass wir dazu nochmal irgendwas in der Jar-Datei ändern müssen. So, dann fahre ich noch einmal den Server runter. Und dann würde ich sagen, wir machen uns auch mal ein ganz, ganz kleines Minigame-Plugin. Unter anderem halt auch nochmal so zur Wiederholung von weiteren If-Bedingungen. Und zwar wollen wir eigentlich nur ein kleines Würfelspiel machen. Deshalb nenne ich jetzt den Befehl auch einfach Würfel. Na, schon eine Klammer auf. Hier setzen wir mal direkt unser Return True rein, damit wir das nicht vergessen. In der Plugin YML-Datei registriere ich das am besten auch schon mal direkt. Würfel. Und hier lasse ich das jetzt auch erstmal wieder kurz bei, nur beim Usage. So. Und zwar habe ich mir jetzt einfach mal überlegt, dass wenn der Spieler eine 1 bis 3 würfelt, soll er einen Lebenspunkt verlieren, also ein ganzes Herzchen verlieren. Und wenn er eine 4 bis 6 würfelt, soll er automatisch auch
einen Lebenspunkt wieder dazu bekommen. Und das natürlich alles per Zufallsgenerator. So, das heißt, wir brauchen jetzt natürlich als erstes erstmal eine Zahl. Es ist natürlich eine Zahl, wo das natürlich das Gewürfelte rauskommt. Deshalb speichere ich das jetzt einfach mal in der Variable Zahl. Und die kommt von math.random. Jedoch hat math.random natürlich einen Teil, den wir jetzt natürlich hier sehen. Er gibt uns ein Double Value zurück, die im Prinzip größer gleich 0 und kleiner als 1.0 ist. Also im Prinzip alles zwischen 0.0 und 0.9. Und mehr nicht. Aber wir wollen ja eine Zahl zwischen 1 und 6 haben und deshalb nutzen wir hier auch gleich mal ein wenig Mathematisches. Und zwar addieren wir jetzt einfach mal 1 drauf. Nebenbei cast ich das auch direkt mal in den Integer. Ups. So, jetzt haben wir natürlich nur schon mal sichergestellt, dass was jetzt hier rauskommt, irgendwie, falls es 0 ist, dann ist es eine 1. Wenn es eine 0,5 ist, wäre es ja eine 1,5. Wenn dann ein Integer gepasst, ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Also habe ich gerade Schwachsinn gemacht, denn wir müssen einfach mal 6 rechnen und dann nochmal plus 1. Hoffe ich. Wir können ja einfach mal, ja, lassen wir es erstmal so. Und anschließend prüfen wir, wie die Zahl ist. Und zwar sollte sie kleiner gleich 3 sein. Also im Prinzip, ja. Na, warte mal. Da habe ich mich jetzt gerade nicht gut drauf vorbereitet. Also gehen wir mal davon aus, er gibt ja nur Werten zurück. Wenn er eine 0,6 hat und die mal 6 multipliziert, sind wir bei 3,6 und es kommt eine 4,6 bei uns raus. Da wäre dann nochmal plus 1 rechnen. Was ja okay ist. Bei einer 0,9, was ja der maximale Wert sein kann, mal 6 wären wir bei 4,5. Dann wären wir bei einer 5. Okay, dann ist es nicht mal 6, sondern es müsste mal 7 sein. Weil dann haben wir nämlich nochmal einen Faktor höher. Dann hätten wir nämlich auch bei 0,9 mal 7, wären wir ja bei 0, ja, ich rede heute wieder Schwachsinn. 6,3. Nee, warte, das stimmte schon. Mal 6. Mal den maximalen Wert, denn hier hätten wir eine 6, dann wären wir bei 5, noch was. Und das dann plus 1 wäre. Ja. Gut. Und in dem Fall sollte er, was haben wir gesagt, er sollte, glaube ich, einen Lebenspunkt verlieren. Also lesen wir uns erst einmal die aktuellen Lebenspunkte aus. Machen wir jetzt natürlich, wir stellen uns natürlich wieder ein neues Player-Objekt. Player ist gleich Player-Sender. So, und das soll jetzt Player.get Health sein. Also im Prinzip die aktuelle Lebenspunkte. Das ist ein Double, interessant. Okay, und anschließend wollen wir den Wert im Prinzip ja um 1 um 1 senken. Also setzen wir Health minus gleich 1 und setzen jetzt im Prinzip die neuen Lebenspunkte und setzen jetzt einfach Set Health und das ist im Prinzip Health. Also im Prinzip ein, na, zwei Herzchen wollten wir, we also ein ganzes Herzchen wollten wir weniger und nicht nur ein halbes. So, und ansonsten, weil es gibt ja jetzt nur noch die Möglichkeit, dass es jetzt größer
größer gleich 4 ist und natürlich durch den mal 6 Faktor kann es ja auch nur maximal 6 sein, was da oben rauskommt. Also sind das jetzt im Prinzip alle anderen Fälle. Lesen wir natürlich auch wieder die aktuellen Lebenspunkte ein. Get Hilf. Den Wert wollen wir jetzt natürlich um 2 erhöhen. Hilf plus gleich 2. Und die möchten wir jetzt natürlich wieder einmal setzen. Hilf, so. Und anschließend soll hier auch nochmal der Spieler eine Nachricht bekommen. Player.sendMessage. Und zwar die Nachricht, du hast ein Herz verloren. Punkt. Du hattest eine. Und jetzt soll er uns im Prinzip nochmal die Zahl ausgeben, die wir gewürfelt hatten. Und hier soll im Prinzip dieselbe Nachricht rauskommen. Nur natürlich, du hast ein Herz dazu bekommen. Oder du wurdest ein Herz geheilt. Nee, du wurdest um ein Herz geheilt. So. Ja, und damit haben wir dann auch unser erstes ganz kleines Minigame. Es sind also gar nicht mal so viele Zeilen. So, das können wir uns jetzt bauen lassen. Schieben uns natürlich wieder die YouTube-Jar hier wieder in den Plugins-Ordner und überschreiben die natürlich wieder. So, und starten anschließend nochmal den Server. So, jetzt warten wir einmal kurz, bis der Server gestartet ist. So, und treten einmal dem Server bei. Gut, und jetzt können wir natürlich einmal Würfel ausführen. Und wie wir sehen, wir hatten eine 3. Ja, und daher, dass wir gesagt haben, 1 bis 3 sollen wir ein Herz verlieren. Haben wir jetzt auch ein Herz verloren. Ich mache es einfach noch einmal. Und da haben wir irgendwie gerade sogar einen Fehler reingehauen. Mit der Begründung, dass wir irgendwo einen Fehler drin haben. Und zwar, was habe ich denn jetzt hier verbaut? Ach so, wir haben natürlich ein Problem. Ja, das habe ich gerade komplett vergessen. Wir waren jetzt hier natürlich wieder voll und jetzt wollten wir im Prinzip ein ganzes Herz mehr haben, als überhaupt maximal möglich ist. Deshalb machen wir hier nochmal einen kurzen Check. If health ist nun größer als 20, dann soll er einfach nochmal die health einfach auf voll setzen. Health ist gleich 20.0. Einfach nur, damit wir halt in diesen Überwert nicht haben. Und hier prüfen wir das ebenfalls nochmal, ob wir hier eventuell kleiner 0 sind. So, kleiner 0. Und ansonsten soll die Health zumindest 0.5 betragen. Also so, dass wir noch ein halbes Herzchen haben. Kleiner als 0.5. So. Und die Datei bauen wir uns jetzt ebenfalls nochmal kurz. So. Und wir schieben nochmal die YouTube-Jar in den Plugins-Ordner und starten noch einmal den Server. So, und können dann auch direkt wieder joinen. So, wenn wir jetzt Würfel eingeben, hatten wir eine 6. Ich wurde jetzt eigentlich um ein Herz geheilt. Ich mache jetzt einfach mal Damage, damit wir erstmal ein paar Lebenspunkte weniger haben und setze jetzt einfach nochmal Würfel ein. Okay, wir hatten eine 3. Probieren wir es nochmal. Okay, wir hatten wieder eine 3. Diesmal hatten wir eine 2, also irgendwie ist gerade das Glück nicht ganz bei uns. Okay, und jetzt hatten wir auch schon gerade im Hintergrund gesehen, dass wir gerade von einem halben Herz auf anderthalb Herzchen hochgegangen sind. Und wir haben ja auch keine Autoregenerierung mehr durch unsere verlorenen Hungerpunkte. Und jetzt können wir das natürlich immer wieder so weitermachen. Je nachdem, wie uns dann halt so das Glück befindet. Und irgendwie wechselt er hier gerade hauptsächlich zwischen zwei Zahlen. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, und so weiter. Im Prinzip könnte man das jetzt endlos so weitermachen. Ja,
Man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen was anderes machen. Man könnte natürlich sagen, wenn er zum Beispiel noch eine 6 gewürfelt hat, soll er einen Diamanten bekommen. Oder so. Könnte man natürlich auch noch mit der Config zusammenarbeiten. Aber ich sehe schon, wir sind auch schon wieder bereits bei fast 26 Minuten. Und daher würde ich sagen, falls ich es nicht vergesse, machen wir das eventuell dann nächsten Samstag. Und daher bis zum nächsten, ja, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Bis dann.